des Internationalen Währungsfonds hat er die Abgaben auf die Gelder für Kommunalabgaben erhöht. Для женщин на 5 лет и мужчинам на 2 года. Еще раз. Поднял пенсионный возраст. Das Renteneintrittsalter für Männer, für Männer um 2 Jahre und für Frauen um 5 Jahre erhöht, das Renteneintrittsalter. Но продолжительность жизни мужчин сегодня на Украине 62 года. Aber die Lebenserwartung eines Mannes in der Ukraine beträgt heute gerade mal 62 Jahre. Но мои коллеги сказали, почему мы защищаем Януковича, то есть Конституцию защищаем сегодня. Also warum, warum verteidigen wir Janu... Почему мы защищаем Януковича? Защищаем Конституцию. Защищаем Януковича, потому что защищаем Конституцию. Also wir verteidigen Janukowitsch noch, weil wir die Verfassung verteidigen wollen. Второй фронт у нас борьба с неонацизмом и с фашизмом. Und die zweite Front ist halt der Kampf gegen den Faschismus. Нам очень тяжело, потому что мы видели только Штефана Фюли, Фарозу, Кэтрин Эштон. Нам очень тяжело, потому что мы видели Европу только с одной стороны. Und es ist uns, also für uns ist das natürlich sehr schwer, weil wir Europa nur von einer Seite gesehen haben, Ashton und die ganzen anderen Führer, Barroso und so weiter. Und als, und als wir nach Paris und hierher gekommen sind, haben wir eben auch gesehen, dass wir also Gleichdenkende, also мы нашли поддержку у депутатов Сената, у сенаторов и депутатов Европарламента. Wir haben auch Unterstützung gefunden in der Nationalversammlung in Paris und unter verschiedenen Abgeordneten. И мы видим, что здесь ощущаем поддержку от вас. Und wir sehen hier genauso, dass wir eine Unterstützung von Ihnen haben. Но сейчас я хочу подчеркнуть озабоченность о наступлении военной ситуации. Und ich möchte natürlich aber jetzt auch meine Ansicht mit Ihnen darüber teilen, was die militärische Situation jetzt im Moment betrifft. Хочу подчеркнуть, что уже 5-7 лет президент Румынии Бесеску предъявляет претензии к территории Украины. Schon 5-7 Jahre erhebt der rumänische Präsident Ansprüche auf ukrainisches Territorium. Это на Бессарабию и Буковины. Массово раздаются румынские паспорта. Auf die Bukowinu, ja, und Bessarabien. Und es werden also massenweise rumänische Pässe ausgegeben. Турция, в прессе Турции появились предупреждения по Крыму. Und in der türkischen Presse sind auch Verlautbarungen erschienen zur Krim, auf der Lage auf der Krim. До середины 18 века Крым принадлежал Турции. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte die Krim zur Türkei. То есть это внешние проблемы. Теперь внутренние проблемы. Das sind also die äußeren Probleme. Теперь внутренние проблемы нам создали неонацисты, фашисты. Und jetzt zum inneren Problem, da hat man uns die Faschisten jetzt hingesetzt. Они заявляют, что могут терроризировать Европу за счет газотранспортной системы. Und man meint, dass sie also Europa terrorisieren können, dadurch, dass sie die Gasleitung in der Hand haben. И они уже неоднократно говорили о проблеме с ядерными реакторами. Наталья Ветренко подчеркнула, что 15 ядерных реакторов. Мы с вами знаем только один Чернобыль. Genauso gefährlich das Problem wegen der 15 Atomreaktoren in der Ukraine. И Владимир Марченко четко подчеркнул, что Россия не останется со стороны. Она обладает ядерным оружием. Und Владимир Марченко hat eben unterstrichen, dass Russland eben nicht an der Seite
stehen kann und zugucken kann. Russland muss sich einmischen. Мы знаем, что Соединенные Штаты против Югославии применяли ядерное оружие, слабо обогащенный уран. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass in der Zeit des Jugoslawienkrieges von Seiten der USA dort also Waffen eingesetzt wurden mit gering angereichertem Uran. Сегодня Россия тоже имеет доктрину применения примитивного ядерного удара, то есть точечного. Auch Russland hat heute die Doktrin, Kernwaffen punktuell einzusetzen. Поэтому возникает общеевропейская проблема, которую необходимо нам с вами решать. Und aus diesem Grund haben wir in ganz Europa ein Problem, das wir lösen müssen. У нас есть поговорка: если человек предупрежден, значит он вооружен. Also bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt, wenn, wenn jemand vorgewarnt ist, dann ist er schon bewaffnet. Вот те проблемы, которые я хотел подчеркнуть. Danke schön. Da, das, danke schön.